Kai frisst ein Pokémon mit den Typen Eis und Boden, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich aus Quiekel und kann sich wiederum zu Marmutel weiterentwickeln. Kaifel ist ein mittelgroßes, vierbeiniges Pokémon, das einem Keiler ähnelt und braun, weiß und rosa auftritt. Das komplette Fell sowie die Ohren sind dabei brauner Farbe. Die Stoßzähne sind weiß und die Nase rosa. Der mit dichtem Fell bedeckte Körper wirkt gedrungen und dennoch hochgewachsen. Die hohe Stirn wird nur durch den etwas höheren Buckel überragt und an den Seiten wachsen die nach unten weisenden, relativ langen Ohren. Die kleinen Augen werden stets durch das Fell verdeckt, welches genau darüber wächst. Das Gesicht besteht des Weiteren aus der horizontal-ovalen Schweinenase und den beiden kurzen Stoßzähnen. Kaifel steht auf vier kleinen Füßen, die unter dem Fell kaum zu sehen sind, und in der Shiny-Form ist die Behaarung von Kaifel in einer gold-gelben Farbe gehalten. Kaifel nutzt hauptsächlich seinen Eistypen für Angriffe wie Eissturm oder Blizzard. Attacken seines Zweityps sind beispielsweise Lehmschelle und Erdbeben. Und auch starke Attacken des Normaltyps wie Bodycheck und Fuchtler kommen hinzu. Eine mögliche Fähigkeit ist Dösigkeit, die verhindert, dass das Pokémon betört oder provoziert wird. Die Fähigkeit Schneemantel erhöht den Fluchtwert während Hagelschauer. Und die versteckte Fähigkeit ist Speckschicht und halbiert den Schaden, der durch Feuer- und Eisattacken gemacht wird. Kaifel, welches durch sein überdurchschnittlich dichtes Fell geschützt ist, ist zumeist an kalten Orten wie Gebirgen, Höhlen oder schneebedeckten Landschaften anzutreffen. Das Pokémon verfügt außerdem über einen extrem effektiven Fettspeicher, welcher ihm ermöglicht, auch über längere Zeit ohne Nahrung auszukommen oder den Körper mit der nötigen Wärme zu versorgen. Kaifels Fell ist allerdings so dicht, dass es kaum etwas sieht, da es seine Augen verdeckt und somit sein Sichtfeld enorm einschränkt. Dies hat zur Folge, dass es seine Gegner wahllos angreift, um durch Glück einen fatalen Treffer mit seinen kräftigen Hörnern zu landen. Neben der Funktion als Waffe, um sich gegen Angreifer zu verteidigen, nutzt Kaifel diese ebenfalls, um im Schnee nach Nahrung zu suchen, welche es zuvor mit seinem herausragenden Geruchssinn ausfindig gemacht hat. Ist das Pokémon einmal fündig geworden, verstaut es einen großen Teil davon in seinem Unterschlupf, wo es immer darauf zurückgreifen kann oder um die dort befindlichen Jungtiere zu versorgen. Kaifel bildet dabei die erste Entwicklungsstufe von Quiekel und entwickelt sich ohne weitere Einflüsse auf Level 33 weiter. Die nächste und zugleich letzte Entwicklungsstufe wird von Marmutel gebildet. Hierbei entwickelt sich das Pokémon automatisch nach dem nächsten Level Up weiter, sofern es die Attacke Antikraft beherrscht. Mit seiner Typenkombination aus Eis und Boden ist es dabei immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Giftattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen-, Wasser-, Kampf-, Stahl- und Feuerattacken. Ausnahme ist, wenn das Pokémon wie gesagt die Fähigkeit Speckschicht hat, denn dann macht Feuer nicht mehr doppelten Schaden, sondern nur noch normalen Schaden und Eis macht nicht mehr normalen Schaden, sondern nur noch halben Schaden. Sämtliche restlichen nicht genannten Attacken machen dementsprechend normalen Schaden.